Und der zweite Anlauf. Ja, eben ist was schief gegangen. Bei dem Video. Ich wollte euch jetzt mal meine Dose zeigen. Das ist nur das CM Punk Zeugs drin. So. Ja, CM Punk. Hier ist noch ein Undertaker. Aber der ist jetzt nicht so wichtig. Dann haben wir einmal ein Bild. Die Faust ist schlecht geworden. Karten haben wir auch. Punk. Das ist bei Raw. Eine Champion-Karte von Raw. Champion-Karte von SmackDown. Die habe ich sogar zweimal. Und dann nochmal eine SmackDown-Karte. Könnt mir auch mal schreiben. Jetzt. Ob ihr auch die Karten habt, könnt ihr machen. Schreiben. In den Kommentaren. Und noch eins. Noch ein Bild. Ein rosa. Als hier im Punkt. Das ist neu. Best in the world. Mein Freund. Dann haben wir hier das Handtuch. Von der Figur. Soll ich die Figuren in einem anderen Video zeigen? Ich kann es auch hier gleich zeigen, ist mir egal. Dann hier noch so die Schilder von den Paybacks hier im Punk. Den habe ich auch. The best in the world. Und hier ist hier im Punk. Denn das ist eigentlich nicht sowas von CM Punk, aber das benutzt er ja eh. Die Kendo Sticks. Die sind auch da drin. Mit der kann er ja super gut umgehen. Dann hier das Megafon. Die Packball. Die er macht. Dann hier so Pokerchips. GTS. Die habe ich sogar zwei Mal. Hier ein. Das ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber das habe ich wieder geklebt. Noch ein Pokerchip. Zu guter Letzt die Kette von CM Punk. Ja. Ich zeige euch noch meine Figuren. Habe ich nur 4 Stück leider. Das ist einmal mein erster war hier Straight Edge. Da war ich noch ein bisschen kleiner, da habe ich den Bart angemalt. Behindert. Scheiß. Hier mit dem blauen Outfit und orangen Outfit. Aber jetzt gehe ich ja mit den Figuren sorgfältig um. Also ich habe jetzt bis jetzt keine Figur mehr angemalt. Das war ja früher noch. Ja. Ziehen wir dann wieder an. Das Pepsi-Zeichen ist ja auch mal wieder nicht vorhanden und das andere Tattoo. Dann war mein zweiter. Der Straight Edge. Also der Straight Edge Society CM Punk mit der Maske. Dann spreche ich mal gerne mit dieser Tarnhose oder wie das man das nennt. Maske kann man auch abnehmen. Hat er hier eine Glatze, der Bart. Hier die Maske. Zoom ist scheiße, weil ich mein Handy aufnehme. Aber das ist ja egal. Dann kommen wir hier zu, finde ich, einer der besten CM Punks, die es gibt. Mit dem Best in the World T-Shirt. Die Haare nach hinten. Gegelt oder was hat. Ich zieh mal aus. Dann das Chicago Outfit. Blau, schwarz, ne, blau, weiß, rot. Der Bart, die Brust.
Brust-Tattoos, ja, Arm-Tattoos. Auch bei jeder Figur, auch hier das Drug-Free. Ich befolge die Straight-Edge-Regeln, also auch jetzt generell, ist nicht nur wegen CM Punk, auch jetzt generell. Halt. Finde ich auch schon gut. Wer es auch macht, diesen Lebensstil, den Lebensstil kann man auch in die Kommentare schreiben. Und dann auch der letzte ist der Payback CM Punk. Mit dem Bart hier, Wolverine Bart. Oder wie man auch den nennt, Mutter Chops. Ja. Den nennt. Auf jeden Fall haben wir geil hier rot, rot-weiß. Brust-Tattoos alle da. Außer diese. Schultern. Und ja, das war's, würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch abonnieren. Und dann werde ich euch mal bald meine Wand zeigen, meine T-Shirts. Und jo. Dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Und auch bleibt, wer es hier Punk-Fan ist, bleibt es auch wenn er nicht mehr da ist. Ich gucke immer im Internet, suche mir Neuigkeiten, News von ihm. Halt, ich bleibe jetzt also nur noch auf dem neuesten Stand mit CM Punk. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder so.